Moin, moin, meine aktiven Freunde. Okay, das war cringe. Egal. Auf jeden Fall, ja, da ist wieder ein Paket. Ich habe ja gesagt, weil ich mir noch bestellt habe. From the form, I think it's are my CDs, but I'm not sure. Ja, I don't know. Meine DVD ist noch nicht angekommen. Aber das wird sie bestimmt in nächster Zeit. Ja, I think I will open it now. Natürlich mit wieder meinem legendären Messer. Richtig nice und knife. Okay, ich würde sagen, ich pack auf. Oder brauche ich dafür überhaupt ein Messer? Ah, okay. Das Messer brauchen wir immer wieder gar nicht. Ich bin mal so los. Oh mein Gott. What the fuck ist das? Keine Ahnung, was das da war. Oh mein Gott, hier sind die CDs. The Nasty Dude, Nasty. Also einmal Thomas und seine Freunde, Teil 1. Alter, was steht hier denn? Was ist das für ein Text? Diesen Sticker will ich eigentlich abmachen, weil ich will schon wissen, was da eigentlich steht. Nasty Dude, Nasty. Okay. Thomas ist eine kleine, liebenswerte Dampflokomotive mit 6 Rädern, einem gedrungenen Schornstein, einem kurzen Dampfkessel und einem kleinen Führerhaus. Zusammen mit seinen Freunden Edward, Henry und Gordon lebt er auf dem Bahnhof der Insel Sodor. Dort arbeitet Thomas als Zugmaschine und muss jeden Tag die Waggons zusammenstellen, die anschließend mit den Lokomotiven auf Reisen gehen dürfen. Manchmal übernimmt Thomas sich dabei und gerät dadurch öfters mal in Schwierigkeiten, aus denen ihn dann seine Freunde befreien müssen. Steht da? Okay, ich weiß nicht, was da sonst noch steht. Ja, so sieht die aus mit den Folgen. Henrys Wald, immer dieser Schmutz mit James Chapman nicht. Der Postzug, Vertrauen ist besser und Malvis. Also bei der wusste ich auch, dass der Zustand jetzt nicht so nice ist. Wir machen mal auf. Hier ist der CD with Thomas. What the hell? What is this, dude? It's hard. Erzähler Manfred Steffen. Hier sind nochmal die Episoden. Beispieltexte. Okay. Ich sag sie. Die werde ich mir gleich mal anhören. That will be nice. Oh, was mache ich denn? Richtig lost, Alter. Richtig lost gerade. Okay. Ja, das ist hier die Teil 1. Hier ist auch die Werbung für das zweite, was ich hier auch bestellt habe. Und das dritte, was ich leider nicht gefunden habe als CD. Aber egal. Ja, das war jetzt das erste Hörspiel. Warum, wollte ich mal sagen, wollte, diese Covers sehen ja so sexy aus. Echt richtig sexy. Oh ja, sogar James Nummer 5, aka ich. Aber irgendwie sieht James sein Gesicht irgendwie komisch aus. Okay, dann haben wir noch hier Teil 2. Oh, hier ist Baldry, Thomas und Percy. Ja, hier steht wieder der gleiche Mist. Ah, it's hard. Again. Ah, jetzt ist hier ein Harold drauf. Auf der letzten war ein Bertie drauf, habe ich mal gesehen im Thomas Wiki. Ja, hier ist wieder das gleiche, nur dass hier jetzt Werbung halt für Teil 1 ist. I can show you the different. But I think I like those Hörspiele. Guck, so sieht der Flyer aus. Also nicht der Flyer, das kann man nochmal abnehmen. Und ja. Die hier ist auf jeden Fall in einem besseren Zustand als der hier, aber das habe ich auch schon auf den Bildern gesehen. Und ja, Thomas und seine Freunde Teil 1. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das machen werde. Wahrscheinlich schon, weil mir steht dafür jetzt nichts im Weg, dass ich die halt die Audio aufnehmen und dann auf YouTube stelle, damit ihr die euch auch mal anhören könnt. Richtig sexy. Das heißt, ich werde die dann halt aufnehmen. Und ja, und dann werde ich die halt
ja, auf YouTube stellen. Dann könnt ihr euch sie auch anhören. I think that will be very nice. Und ja, ich will auf jeden Fall noch das dritte haben. Ich will es haben. Ich habe es schon als Kassette, also als, ja, als Kassette. Ich habe auch die anderen beiden als Kassette, aber ich finde irgendwie, wenn man nicht, ich habe sie auch als CDs. Eine Kassette habe ich für 13 Euro gefunden und die beiden zusammen haben ungefähr 13 Euro gekostet. Und waren noch vom gleichen Verkäufer. Und wie gesagt, ich habe Teil 3 auch als Kassette gefunden. Aber ich will alle drei als CDs, weil guck mal, wie scheiße das wäre. 1 und 2 hier als CDs, auf einmal ist er dann so. Ist so dann Teil 3 so richtig fett. Und ja. So, dann warte ich jetzt mal, dass demnächst vielleicht kommt sogar noch. Dazu werde ich noch ein Video machen. Ich bin nächste Woche, werde ich für 2 Wochen im Urlaub sein. Ich hoffe mal, dass die DVD noch davor kommt. Ansonsten wäre aber auch nicht so schlimm. Ja. Und wenn sie kommt, werde ich dann natürlich wieder ein Unboxing machen. Unboxing ein. Ich gönne mir. Hashtag 4 wird es dann. Und ja, also das waren jetzt die beiden CDs. Die werde ich mir jetzt rein snacken. Oh, ich habe hier noch gar nicht die Folgen gesagt. Sorry. Tobin gefallen, eine wirklich nützliche Party. Summ, summ, summ. Eine sehr, 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 sehr nice Folge. Auf See, auf der Drehscheibe geht's rund. Lokomotiven mit Kohlewagen. Und ja, stimmt, das wollte ich. Oh, scheiße. Egal. Ist nichts passiert, weil ich noch sagen wollte, bei, das wissen bestimmt die meisten Leute, die diese Karussellkassetten, das ist ja auch von Karussell. Ist das von Karussell? Das ist doch von Karussell, oder? Zumindest die Covers sehen sehr ähnlich aus. Ich sag jetzt, es ist von Karussell. Ich meine zumindest, es ist von Karussell. Ansonsten war mein ganzes Leben eine Lüge. Auf jeden Fall, ja. Und in der Mitte von Staffel 3 wurden ja bei diesen Karussellkassetten Staffel 3 abgebrochen. Und dann wurde aber mit den Hörspielen von Staffel, wurde bei Henry's Wild dann angefangen. Und bis zum Staffelfinale von Staffel 3. Und dann ging es mit den Kassetten erst bei Staffel 4 wieder los. Das heißt, das erklärt auch, warum Staffel 3 abgebrochen wurde. Genau. Und ja, sonst glaube ich, habe ich nichts mehr zu sagen. Ja, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute. Tschüss.